Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Bald ist bei uns Julia Fischer, die Geigerin Julia Fischer, mit einem Geigensonatenabend. Und da möchte ich Ihnen heute etwas Besonderes zeigen, nämlich ich möchte Ihnen gar nicht so auf die einzelnen Werke eingehen, sondern auf die einzelnen Hörweisen, Hörerwartungen. Denn es gibt drei Stücke und es ist wichtig, dass man bei allen drei Werken seine Hörerwartung oder Hörweise etwas verändert. Wir fangen direkt mit dem Anfang an. Am Anfang ist Johannes Brahms, die zweite Violinsonate von Brahms. Nun müssen Sie wissen, Brahms Musik ist eine sehr analytische Musik. Da geht es darum, dass man, die Melodien alle sozusagen sich auseinanderfallen in kleine Motive. Und der Zuhörer muss sehr konzentriert zuhören. Da ist also die konzentrierte Hörerwartung wichtig. Und dass da es um Konzentration geht, zeige ich Ihnen gleich in meinem ersten Thema. Da ist es nämlich so, dass die Violine nicht einfach eine Melodie spielt, sondern während des ersten Themas wird das Thema schon in kleine Einzelteile, in kleine Motive zerlegt. Und in diese Motive zerlegt es die Geige. So, das muss man sich mal direkt anhören, was damit gemeint ist. Also. Und jetzt kommt eine Motivabspaltung. Wieder. Das waren solche kleinen Motivabspaltungen und nun ist es für den Zuhörer wichtig, dass er genau hinhört, wann welche Motive abgespaltet werden und wie mit diesen Motiven gearbeitet wird. Das ist also eine Art analytisches Hören. Nun gibt es noch ein ganz anderes Hören und dieses Hören brauchen wir für die Mythen des polnischen Komponisten Szymanowski, Karol Szymanowski. Da ist die Musik ganz anders. Da geht es überhaupt nicht darum, sich zu konzentrieren, sondern da ist Musik als Rausch, als eine Art Rauschmittel. Und da ist es wichtig, dass man in eine Art Düsen hineingeht. Wenn Sie morgens nach dem Aufstehen sich so ein bisschen müde sind und so halb schlafen und halb wach sind, oder wenn Sie, ich sage das jetzt absichtlich, in eine Opiumhöhle gelangt sind und dort es überall ganz viel Opiumrauch gibt, da können Sie sich kaum konzentrieren und Sie sind in einer Art berauschten Stimmung. Und aus dieser berauschten Stimmung heraus hört man diese Musik. Ja, Sie schweben. Keine Motive, einfach nur ein Schweben. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Sonate von einem ganz späten Dmitri Schostakowitsch. Und da ist wieder eine ganz andere Hörhaltung vonnöten. Und zwar, wissen Sie, der Schostakowitsch war am Ende seines Lebens sehr einsam. Er war in einer Art innerem Exil. Und dieses innere Exil hat auch etwas durchaus Depressives an sich. Man hat das Gefühl, man ist gewisserweise in einem Gefäß aus Glas. Alle anderen Personen sind wie hinter einer Glaswand von einem und man ist ganz alleine. Und diesen Moment der unglaublichen Einsamkeit, der ist wichtig, wenn man sich mit Schostakowitschs Spätwerk beschäftigt. Das finden wir übrigens auch schon bei Schubert, und zwar in der Schuberts Winterreise. Das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Und diese Einsamkeit dieses Spätwerkes, diese depressive Einsamkeit, wird dadurch gezeigt, dass die Musik überhaupt ganz dünn ist, ganz zurückgenommen ist, ganz einsam. Es ist wie eine einsame, verwehte Spur in einer Schneelandschaft. Ich spiele Ihnen das mal vor. Das klingt dann so.
Ja, und es ist ganz wichtig, dass man als Zuhörer auch in sich selber diese Hörmomente aus seinem eigenen Leben herausschöpft, die man dann mit der Musik in eine Verbindung bringt. Ich danke Ihnen.